irgendwas in the evening oder so. Wir schreiben den 10.07.2023. Ja, zweite Woche, zweites Video. Selber Stil wie gehabt, Grimlings Wochenrückblick. Herzlich willkommen dazu. Ja, was war's heute? Fahrt nach Köln ins Büro. Mir wieder toll mit Schienenersatzverkehr und das bei der Hitze. Ey, richtig geil. Vom Feinsten. Ich kann euch sagen, Busse ohne Klimaanlage, richtig genial. Morgen sitzt man in dem Bus und der Busfahrer hat noch einen Kollegen zur Seite gestellt und beide diskutieren dann über den Fahrweg. Das heißt, müssen wir jetzt links, müssen wir rechts über die Autobahn oder nicht? Ganz ehrlich, wohl fühlt man sich da so als Passagier nicht, wenn man eigentlich weiß, ups, die Busfahrer wissen eigentlich gar nicht, wo sie langfahren müssen. Ja, super geil. Ja, mehr wird es halt gar nicht sein. Ich guck mal, was wir an Bildern da zusammenbekommen haben heute. Und ich würde sagen, das war's. Und ich melde mich dann morgen wieder und mal gucken, was morgen so passiert. Morgen ist ja Prime Day. Mal gucken, was man so bestellen kann. Vielleicht kann ich ja schon mal so ein bisschen sagen, was es wird oder was es nicht wird. Oder mal gucken. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Okay, dann bis morgen und viel Spaß jetzt bei Busbildern. Mehr wird's nämlich nicht.
haben wir dann schon Dienstag. Jawohl, geht schnell. Gibt zum heutigen Tag eigentlich nicht viel zu sagen. Brüllend heiß, über 30 Grad. Trotzdem kriegt ihr ein paar Bilder vom Spaziergang, aber wirklich nicht viel. Weil, nee, kein Bock zu filmen bei der Wärme. Ja, ansonsten, heute war ja oder ist Amazon Prime Day und ich habe eine etwas größere Bestellung losgelassen mit viel Kleinkram. Ja, und das kommt in den nächsten Tagen an. Und da denke ich, kann ich hier ins Video ein paar schöne Sachen reinbauen und euch das zeigen. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich begebe mich wieder in den Schatten, wo es kühler ist. Und wir sehen weiter, was morgen dann passiert. Wir die Woche. Ja, es ist Mittwoch.
Viel gibt's nicht zu sagen zum Tag. Ich war nur kurz spazieren, arbeiten natürlich. Vom Spazierengehen gibt's natürlich ein paar kleine Bilder, wie ihr das kennt. Ich habe es euch ja gesagt, in 3 Wochen kennt ihr die Strecke auswendig, die ich immer laufe. Ja, ich warte immer noch auf meine Amazon-Bestellung. Ja, soll heute Abend irgendwann nach 20 Uhr kommen. Also kommt dann heute nicht mehr ins Video, sondern eher morgen oder so. Oder mal gucken, was wir draus machen. Schauen wir mal, was da so an Paketen kommt. Könnte ein bisschen mehr werden. Aber wir werden sehen. Ja, ich möchte es gar nicht zu lang halten, weil, wie gesagt, es soll ja kurz und knackig und nicht langatmig sein. Ja, dann würde ich sagen, morgen gibt es dann vielleicht ein paar Amazon-Produkte zu sehen. Schauen wir mal, was da so ankommt. Ja, und jetzt, wie gehabt, Bilder von der Latschstrecke sozusagen. Mehr ist es nicht.
damit haben wir tatsächlich Freitag. Und auf geht's damit auch ins Wochenende. Jawohl, die Arbeitswoche ist vorbei und wir können uns den schönen Sachen widmen. Ja, draußen wird es schon wieder warm. Die Sonne ist rausgekommen und heizt schon richtig fies auf. Ich war auch nicht spazieren heute, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Teil davon werdet ihr sehen. Ich habe nämlich meinen Pedaltrainer, Beintrainer, wie man das Ding auch nennen will, ausgepackt. Da gibt es ein paar Bilder von. Ja, und die werdet ihr heute sehen. Mehr wird's nicht werden. Aber wie gesagt, das reicht ja schon. Wir wollen es ja kurz und knackig halten. Ja, deswegen will ich auch gar nicht groß reden. Euch entlasse ich ins Wochenende und wir sehen uns morgen. Mal gucken, was ich morgen so mache. Ich habe noch keine Ahnung. Es soll nämlich wieder richtig warm werden und vor allen Dingen sehr viel Regen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir gucken mal. Irgendwas Schönes werden wir schon finden, was ich machen kann. Also dann, bis morgen. Haben wir es Samstag, mittendrin im Wochenende. Draußen sieht's bescheiden aus. Ich war zwar gerade ein Stück spazieren, aber ehrlich gesagt, das war eine feuchte Angelegenheit. Immer wieder dunkle Wolken und zwischendrin auch durchaus ein paar Tropfen. Also nein, der Rest des Tages findet heute drinnen statt. Ja. Was ihr heute noch an Bildern seht, keine Ahnung. Ich habe noch eine Kleinigkeit zum Auspacken, was Amazon so vorbeigeschickt hat. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was machen als Video oder so. Schauen wir mal.
Ja, ansonsten wird das heute ein gemütlicher Tag. Ich werde mich jetzt mal dran setzen und den ganzen Kram der Woche mal zusammenschneiden und schon mal so ein bisschen in Form bringen, dass ich das morgen nicht alles machen muss. Ja, ihr kriegt jetzt wie gesagt ein paar Bildchen und dann, schwupps, ist dann auch schon wieder Sonntag. Bis dann. Schritt ist auch diese Woche vergangen. Wir sind schon am Sonntag und damit am letzten Tag für dieses Video. Draußen ist es windig, sehr windig. Deshalb gibt es gar nicht so viel. Ein paar Bilder vom Spazierengehen, wie gehabt. Aber ansonsten wird hier nicht viel passieren. Ich werde mich jetzt nämlich dran setzen und das Video entsprechend schneiden. Ja. Ich will es ja kurz halten, deshalb gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich denke, von dem ferngesteuerten Auto, was ihr gestern so ganz kurz gesehen habt, wird es noch mehr Bilder und Videos geben, also Videos vor allen Dingen. Denn ich habe vor, dort eine Kamera rein rauf zu basteln. Ja, und dann
das Ding fahren zu lassen und dann euch natürlich die Bilder entsprechend zu zeigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ja, das soll's für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute bis nächste Woche. Sozusagen neue Woche, neues Video. Ich verabschiede mich mit meinem obligatorischen Tschö-Tschö, Winke-Winke und Bye-Bye. Macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimling.